Asari haben als erste Spezies die Citadel entdeckt. Nach Ankunft der Salarianer schlugen die Asari die Einrichtung eines Citadel-Rats zur Erhaltung des galaktischen Friedens vor. Seit dieser Zeit fungieren die Asari als Mittler und Schlichter des Rates. Die Asari sind ein rein weibliches Volk, das sich durch eine Art Parthenogenese fortpflanzt. Dazu können sie ihr Nervensystem mit allen anderen Lebewesen verbinden, unabhängig von Geschlecht und Spezies. Diese Fähigkeit hat den Asari den ungerechtfertigten und diskriminierenden Ruf einer promiskuitiven Lebensweise eingetragen. Die Asari können mehr als 1000 Jahre lang leben und durchlaufen dabei drei Lebenszyklen. In der jungfräulichen Phase erkunden sie die Welt, immer auf der Suche nach neuem Wissen und neuen Erfahrungen. In der matronalen Phase verschmelzen sie im Zuge der Fortpflanzung mit interessierten Partnern. Zu Beginn ihrer matriarchalen Phase nehmen sie dann ihre Rolle als Führerinnen und Ratgeberinnen ein. Die Salarianer sind als zweite Spezies dem Rat beigetreten. Sie sind warmblütige Amphibien mit hyperaktivem Stoffwechsel. Salarianer denken schnell, reden schnell und bewegen sich schnell. Andere Spezies wirken auf sie träge und begriffsstutzig. Der Nachteil ihres schnellen Stoffwechsels ist die relativ kurze Lebenserwartung. Kaum ein Salarianer wird älter als 40 Jahre. Die Salarianer waren verantwortlich für die kulturelle Entwicklung der vorher eher primitiven Kroganer, die dann als Soldaten in den Rachni-Kriegen eingesetzt wurden. Außerdem haben sie die Genophage-Biowaffe entwickelt, mit der die Turianer einige Jahrhunderte später die kroganischen Rebellionen niederschlugen. Salarianer zeichnen sich durch scharfe Beobachtungsgabe und nicht-lineares Denken aus. Damit sind sie ideal für Forschungs- und Spionageaufgaben geeignet. Sie experimentieren und erfinden unaufhörlich, wobei allgemein akzeptiert wird, dass sie nicht all ihre Erkenntnisse preisgeben. Vor etwa 1200 Jahren wurden die Turianer eingeladen, dem Citadel-Rat beizutreten und als galaktische Ordnungsmacht zu fungieren. Die Turianer haben die größte Flotte im Citadel-Sektor und stellen die zahlenmäßig größte Streitmacht innerhalb des Citadel-Militärs. Als ihr Lebensraum und ihr Einfluss größer wurden, beschlossen die Turianer, die Salarianer mit geheimdienstlichen und die Asari mit diplomatischen Aufgaben zu betrauen. Trotz ihrer kolonialen Einstellung gegenüber dem Rest der Galaxie kam die Führungsschicht der Turianer zu der Einsicht, dass sie bei einer Auslöschung der beiden anderen Völker mehr verlieren als gewinnen würde. In der autokratischen Gesellschaft der Turianer gilt die Disziplin als wichtige Tugend. Zudem zeichnen sie sich durch ein hohes Maß an individuellem und gesellschaftlichem Ehrgefühl aus. Seit dem Erstkontaktkrieg von 2157, den die Turianer den Portal 314 Vorfall nennen, gibt es immer wieder Spannungen zwischen Menschen und Turianern. Offiziell gelten beide Spezies aber als Verbündete und pflegen konfliktfreie, wenn auch zum Teil etwas unterkühlte diplomatische Beziehungen.